Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Ich habe schon länger nicht mehr aufgenommen und heute habe ich Part 7 geschnitten, sage ich jetzt mal. Und da habe ich irgendwie wieder Lust bekommen, endlich mal das Spiel zu beenden. Soweit ich weiß, müsste ich schon geheilt haben. Ich gehe jetzt einfach wieder hier rein. Den Typen habe ich schon besiegt. Okay, der Speed-Knopf war der hier. So, mal schauen, bei wem ich jetzt bin. Die habe ich auch schon besiegt. Den auch. Die 8, okay. Anscheinend haben wir dich ein wenig unterschätzt, das war sicher ein Fehler. Aber es war auch ein Fehler von dir, hierher zu kommen. Okay. Und Duster und Zwirlich, okay. Vielleicht hat schon jemand mitbekommen, dass es neuerdings auf einmal ziemlich viele YouTuber auf Vidme rüberkommen. Ich weiß irgendwie nicht, was ich davon halten soll. Ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ich meine, je bekannter die Plattform wird, desto mehr Leute wird es geben, die man auf der Plattform nicht mögen wird, sage ich jetzt mal. Und vor allem werden sich auch die Videos verändern, denke ich. Ich selbst lade ja zwar auch auf YouTube hoch, aber ich will es halt auf beiden hochladen und wenn ich auf Vidme hochladen würde, müsste ich noch extra auf YouTube hochladen. Aber so kann ich dann einfach den Link einfügen. Und das finde ich gut. Also ja, das ist echt eine gute Idee. Früher konnte man ja auch ohne Account das machen. Oh, ich glaube, das geht nicht mehr. Aber das. Ich finde es eher schlecht, dass sie es abgeschafft haben. Wie konnte ich nur verlieren? So, weiter. Toll, dass du es bisher geschafft hast, aber weiter wirst du leider nicht kommen. Ich werde dich in den Boden stampfen. Wie weit geht das Ganze denn überhaupt? Zweimal Kleinstein. Biss. Naja. Es ist nicht gerade sehr effektiv, aber. Ist das überhaupt effektiv? Ich weiß nicht mal. Ah, jetzt geht's leider auf Dandama. Okay, es war jetzt nicht ganz so schlau. Wobei er meinen Psyana besiegt hat, also. Nicht schlecht. Wieso bist du so wahnsinnig stark? Du hast dich selbst besiegt. Du hast nur gegen mich gewonnen, aber freu dich nicht zu früh. Trakim will dir schon zeigen, wer der bessere Trainer ist. Ich gehe kurz heilen, bis gleich. Okay, ich war heilen und es kann weitergehen. Also, das scheint der finale Kampf zu sein. So, du willst sie mir also immer noch nicht geben. Ha, wer nicht hören will, muss fühlen, sage ich nur. Au. Wie feige, nicht im offenen Kampf anzutreten. Quahaha, feige, du denkst doch nicht, du hättest eine Chance gegen mich, du Wurm. Dabei hättest du mir einfach nur die Zeitflöte geben müssen. Du hättest dir Leid erspart und mir Zeit und Nerven. Aber egal, dann nehmen wir dich ganz einfach mit in Kulpas Labor. Was ist das für ein Typ? Wer seid ihr denn? Was treiben eigentlich meine Leute da unten? Wie du aussiehst, ach so. Du bist der Typ, der am Sanktuarium von Celebi gegen Eokapa gekämpft hat. Und jetzt wirst du dich mir in den Weg stellen, mir, Trakim, das soll ein Witz sein. Ich werde dir deine Metzchen schön austreiben, du halbe Portion. Versuch Nummer 2, es hat beim ersten Mal nicht geklappt. Ich kommentiere den jetzt auch mal, falls der schneller geht, nehme ich den. Warum setzt ihr jetzt zuerst Kamerupt ein? Oh Mann. So.
probier's mal auf die Weise. Schutzschild, das ist gut. Habe ich genug Zeit? Ach, Konfusion, was denke ich denn? Hä? Was setze ich denn da hier? Ich habe gerade an Superschall gedacht, als ich Konfusion eingesetzt habe. Ja, das ist doch immer die gleiche Taktik. Ja, es reicht gut. Morabel. Ich probier's mal so. Gut. Klubstrahl, ich hoffe, es zieht etwas mehr ab. Nein, leider nicht. Erdbeben ist natürlich. Das war dumm. Jetzt kommt erstmal Geowatz. Mache ich nochmal das und. Hier wechsle ich mal zu Noctu. Na toll. Ich wusste es. Plupstrahl auf Geowatz und Kryptoschlag auf Geowatz. Gut, das reicht. Jetzt kommt Ente, was nicht so gut ist. Also, dass es kommt. Ah, was war das denn? So, ich probiere jetzt gleich am Anfang einen Superschall. Und eine Hypnose. Doppelt hält besser. Vor allem, weil Noctu jetzt tot ist. Nehme ich mal nach Tara, damit das. Ja, war klar. Ich muss auf jeden Fall erstmal dieses Methan rausnehmen. Da mache ich das auch, zack. Ja, okay, es überlebt. Rückstoß, gut. Biss. Es reicht nicht, es reicht nicht. Doch, es reicht, gut. Blutstrahl auf NT und Biss auf NT. Ich hoffe mal, ah, es geht leider auf Mantax. Was habe ich noch? Ich nehme Makuhita. So, Biss. Nochmal einmal Kreuzhieb und Biss. Das reicht ja dann nicht. Oh Mann, das war ja nicht mal knapp oder so. So, nochmal Loblatt. Kryptoschlag und Biss. So, jetzt Items. Nein, kann das Hypnose? Das kann keine Hypnose. Ja, das kann keine Hypnose. Da heile ich zuerst mal. Übertrag benutzen. Das kann auch keine Hypnose, aber es kann Konfusstrahl. Okay, einmal überlebt sogar. Ich nutze halt nochmal den Hyperball, kann ich jetzt. Nicht ändern. Trifft leider nicht sich selbst, sondern Psyana, dass ich vielleicht hätte heilen sollen. Okay. Na, ja, jetzt habe ich keinen Hyperball mehr. Bitte bleib einfach drin, okay. Du wirst doch auch kein Krypto-Pokémon mehr sein.
Top. Ach komm, bleib doch, wo du bist. Ich sollte mir mehr Bälle kaufen. Wer Pokémon so meisterhaft einsetzt, der werbst du. Trakim. Tja, gegen diesen Kerl hattest du wirklich nicht die geringste Chance. Ich ziehe mich zurück. Du gehst in Kulpas Labor und hilfst dort aus. Verstanden. Denk nicht, dass wir am Ende sind. Jeden Tag erschaffen wir mächtigere Pokémon. Bereitet deine Pokémon also gut vor. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Quahahaha. Okay, ich rede noch mit dem Typen. Ne, da liegt etwas. Achso, dort. V-Disk. Okay, da liegt ein Typ rum. Mit dem rede ich mal noch. Puh, das war ziemlich knapp, aber ihr habt mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Man nennt mich Gardio. Ich bin Arealleiter hier auf dem Duellberg. Ich bin Cosma und das hier ist Nelk. Freut uns, dich kennenzulernen. Berichtet Gardio, was... Also Cosma berichtet Gardio, was hier geschehen ist. Hm. Jetzt verstehe ich auch, warum die Kinder uns angegriffen haben. Dies ist die Zeitflöte. Ich habe sie auf einer meiner Trainerreisen gefunden. Mit ihm kannst du genau ein einziges Mal Celebi rufen. Wahrscheinlich wäre es für diese Typen fatal, wenn Celebi und Krypto-Pokémon sich begegnen. Das war mein Handy. Aber lass uns schnell ins Foyer zurück, anstatt hier herumzustehen. Wieso habe ich das so laut? Jedenfalls, das hier gebe ich dir wohl besser. Aber bist du dir sicher, dass du uns so etwas Wertvolles anvertrauen wirst? Aber selbstverständlich, bevor diese Typen sie mir abnehmen, ist es mir lieber, wenn ihr die Zeit für das sinnvoll nutzt. Rettet die Krypto-Pokémon von diesen fiesen Gangstern. So, P-Data. Krall-Info. Okay, bisher habe ich 3 Pokémon nicht bekommen. Und? Ich jetzt machen. Ja, das war's mit der Folge. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die geht. Aber das müssten 15 Minuten sein oder so. Auf jeden Fall, tschüss, ich nehme direkt noch eine auf. Bye.